Hier ist Naruto 1986. Herzlich willkommen zu Spider-Man Morales Part 9. Jetzt geht's weiter, wo wir auch aufgehört haben, und let's go. Kisten. Kisten. Noch mehr Kisten. Wo verstecken sie nur die Vorräte? Das ist auch der letzte Part für heute. Sie wissen es sicher. Wenn ich sie belausche, erfahre ich, welcher Container es ist. Keiner darf mich sehen. Ist auch kein Problem. Der Boss will also Feast dicht machen? Die Hauptstelle oder das in Harlem? Harlem. Will bestimmt das Grundstück kaufen. Was? Oh, legt euch nicht mit Feast an. Hier erfahre ich gar nichts. Ich muss woanders lauschen. Genau. Ah, das tut er jetzt schon schneller. So. Was habt ihr mit dem ganzen Zeug vor? Friseurscheren, Serviettenhalter. Vermutlich wegschmeißen. Hm. Fang ruhig schon an. Grüner Container mit einem weißen Stern. Alles klar. Jetzt kann ich sie erledigen. So, grüner. Na also. Okay. Mhm. So, perfekt. Das klappt ja besser, als ich dachte. So. Mhm. Ich verstehe es nicht. Ich habe es vorhin gedrückt. Warum passiert? Ich verstehe es einfach nicht. Ich habe es vorhin gedrückt. Aber dann verstehe ich nicht, warum er dann einen Schlag macht und dann nicht den sich so packt. Ey, das raff ich irgendwie gerade nicht. Oh Mann, ist das nervend, ey. Manchmal ist es so nervend, Alter. Das, manchmal ist das Spiel wirklich nervend. So, hoch jetzt. So. Weg. So. Jetzt. So. So. Jetzt reicht es mir nicht langsam hier wirklich.
So. Okay. Tschüss. Tschüss. Und weg. Und hier hoch. Also. Okay. Und du kommst jetzt hier hoch, also. So. Hab dich. Mhm. Ah, anscheinend sind es nur noch die. Komm hoch. Tja. Du kannst hier werden. Du brauchst gar nicht abstützen, Junge. Was willst du, ha? Harlem 1. Dreckskerle mit mysteriösem Boss. 0. So. Und wo sind die Waffen? Grüner Container, weißer Stern. Da ist er doch, grüner Container, weißer Stern. Die Vorräte müssten da drin sein. Steht hinter anderen Containern. Vielleicht mit dem Kran? Okay. Mhm. Grüner Container, weißer Stern, hier ist er. Muss das Rad blockieren. Ernsthaft gerade? Jetzt muss ich erstmal hier hoch, die verdammte Axt hier. Geschafft. Gut, dann jetzt zum Inventar im Container. So. Spider-Man, auf ihn! Im Ernst? Noch mehr von euch? Okay. Noch mehr von den Trotteln. Okay, alles klar. Ja. Geh doch einfach rauf, ich da rauf, Alter. Was machst du? So. Und einmal nach oben mit mir. Mhm. Euer Boss gibt euch Raketenwerfer? Der so, meint's ernst? Und hier nach oben. Ich weiß nicht, wie viel Rede, aber. Hm. Junge, wo bist du gerade wieder? Hm.
So. Lauf du ruhig hier rum, Alter. Lauf ruhig hier rein. Ja, wer sieht dich denn da? Schon wieder hier. Okay, das riskiere ich mal gerade nicht hier. So. Ich werde nicht zulassen, dass ihr netten Leuten das Geschäft ruiniert. Komm her. Ja, mache ich jetzt, glaube ich, noch. Ja, dann passt. Ja, dann macht ihr mich bald mal schließen. Ich passe gerade völlig mal wieder gerade mit. Krass, hier. Warum ein Friseurladen nicht machen? Die brauchen wir doch! Oh, Junge! Warum zeigst du das Ziel nicht gleich? Oh, ey, jedes Mal mein Job. So. Mhm. Tut mir leid. Na, warte. Okay, nach oben. Kann's kaum erwarten, dass sie aus Harlem verschwindet. Und weg mit ihr. Ich hab mich ein bisschen. Und jetzt. Und ciao. Und ciao. Weg. Guck mal rum hier. Drüben ist noch einer. Und weg. Meine Güte, ey. Ihr mich nervt. Na also, das gesamte Diebesgut. Hey Caleb, ich hab deine Sachen. Bring ein paar Trucks zu den Docks. Ja. Ich helf dir beim Transport. Na also. Wir standen kurz vor dem Bankrott und dachten, wir müssten schließen. Aber dank dir geht's jetzt wieder aufwärts. Danke, danke, tausend Dank. Wenn du mal einen Haarschnitt brauchst, schau vorbei. Geht aufs Haus. Oh. Soll das mit der Maske gehen? Hatte schon Schrägeres. Oje, du musst auch essen. Du bist noch im Wachstum. Mira, schau jederzeit bei Pana Fuerte vorbei. Wir packen dir was Leckeres an. Okay? Alles klar. Vielen Dank, mach euch mal. Beiden. Alle in der Gegend sehen das so. Du hast uns gerettet, Spider-Man. Genau. Nummer 10 weitere. Du machst gute Arbeit, Spider-Man. Mit deiner Hilfe. Hast du was zu dem geheimen Boss? Ja, ich mache gerade eine Liste. Bisher habe ich Vulture, Scorpion, Tombstone. Ich glaube nicht, dass Electro sowas planen könnte. Das sind viele große Namen. Aber okay, er soll aus unserem Viertel verschwinden. Oh, zum ersten Mal sagt...